Ich starte jetzt noch einmal den Versuch, den Abänderungsantrag meiner Kollegin Birgit Schatz ordnungsgemäß einzubringen. Im Kern geht es darum, dass wir bei begründetem Verdacht eine frühere Information der Arbeitnehmerinnen wollen, eine Einführung einer Verbandsklage, die Möglichkeit einer Einführung einer Verbandsklage, keine Verknüpfung zwischen den Sicherheitsvertrauenspersonen und den Präventivkräften und zum Vierten, dass im ALVG, also im Arbeitslosenversicherungsgesetz, Unselbstständige, Selbstständige und Erwerbsbauern gleich behandelt werden. Ich hoffe, dass das jetzt entsprechend eingebracht ist. Danke. Und jetzt eigentlich zu meinem Antrag. Es ist schon ein bisschen verwunderlich, wir reden jeden Tag gestern und wir hören auch jeden Tag neue Zahlen, nämlich um wie viele arbeitslose Menschen es in Österreich geht. Die Frau Kollegin Dietrich hat es vorher auch wieder erwähnt, es sind 400.000 Menschen in Österreich derzeit arbeitslos. Wir reden darüber, was passieren muss oder passieren sollte, um Jobs zu schaffen, um zu garantieren und zu gewährleisten, dass Menschen in die Erwerbstätigkeit wiederkommen, worüber aber nicht reden. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, und danke dem Herrn Kollegen Loacker, der zwar meinen Antrag nicht unterstützt, aber zumindest die Diskussion darüber, hätte ich gern darüber gesprochen, wie es den Menschen, die arbeitslos sind, geht. Wie es jemandem geht, der täglich entweder in einer Schulung ist, zum AMS muss, Absagen bekommt, immer wieder Bewerbungsschreiben schickt, der Angst hat, der von Existenzängsten bedroht ist, mitunter auch die ganze Familie. Wir haben nicht darüber geredet, im Gegenteil. Es ist ein Sturm an Polemik ausgebrochen, besonders enttäuschend von Seiten der ÖVP in Bezug auf meinen Antrag, wo es nicht darum geht, dass arbeitslose Menschen Urlaub bekommen, sondern wo es darum geht, und das möchte ich jetzt ein für alle Mal richtigstellen, weil in diesem Antrag steht kein einziges Mal das Wort Urlaub drinnen, sondern es geht um eine verpflichtungsfreie Zeit für Menschen, die mehr als 90 Tage, das sind 3 Monate arbeitslos sind. Und das heißt sehr, sehr viel für diese Menschen. Und ich würde gerne darüber reden, was das heißt, eine verpflichtungsfreie Zeit. Nämlich nicht dem AMS verpflichtet zu sein, selbst darüber zu entscheiden, wie in vielen anderen Ländern auch, in Deutschland ist es gang und gäbe, auch in der Schweiz, selbst darüber zu entscheiden, nach 90 Tagen Arbeitslosigkeit, dass man vielleicht 1, 2, 3, maximal 5 Tage woanders aufhalten möchte. Nicht unbedingt im Ausland, sondern auch in Österreich und an einem anderen Ort, weil auch das ist nicht erlaubt und möglich. Auch das ist nicht erlaubt und möglich. Ja, es gibt leider kein Verständnis von Ihrer Seite und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ich möchte ein Beispiel. Es geht darum, dass man aus sozialen Gründen eine Angehörige besuchen möchte, an einer Hochzeit teilnehmen möchte, an einem Begräbnis. Man möchte jemanden besuchen und das geht umgekehrt sehr wohl. Ich habe eine Bekannte, die hat ihre Mutter, die lebt in München und ist arbeitslos. Ihre Mutter ist pflegebedürftig und lebt in Wien, inklusive Schwester. Die Schwester ist tagtäglich um die Pflege der Mutter bemüht und die Schwester in München kann immer wieder kommen und die Schwester unterstützen in Wien und auch die Mutter besuchen. Umgekehrt wäre das nicht möglich, weil umgekehrt, und Herr Minister, Sie haben da nicht recht, das ist nicht gang und gäbe und es hängt immer wieder ab vom Goodwill des Betreuers und des Beraters im AMS, ob jemand die Erlaubnis bekommt, den Aufenthaltsort zu ändern oder nicht. Die Menschen haben kein Recht darauf, das zu tun. Sie haben keinen Rechtsanspruch, ihren Aufenthaltsort zu ändern. Und genau das möchten wir ändern, dass es nämlich die Möglichkeit gibt. Und was mich in diesem Zusammenhang auch verwundert, Herr Minister, ist, dass Sie fragen, wer soll das denn zahlen jetzt gerade vorhin? Das kostet nämlich gar nichts und das wissen Sie besser als ich oder zumindest genauso gut wie ich. Also bitte hören wir auf, in dem Zusammenhang mit Falschinformationen herumzuwerfen, mit Polemik und widmen wir uns dem Kapitel, nämlich dem Kapitel, wie geht's arbeitslosen Menschen in Österreich? Welche Rechte haben sie und auch Pflichten? Weil nach diesen Tagen, die müssen Sie anmelden beim AMS. Das heißt, Sie müssen mit Ihrem Betreuer unserer Ansicht nach vorher gesprochen haben und der oder die muss auch Bescheid wissen, dass die Person weg ist. Das ist nicht
weltfremd, Sie sind weltfremd, wenn Sie wüssten, dass mittlerweile Arbeitslosigkeit in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist, dass jede und jede erwerbstätige Person alle 3 Jahre ungefähr 100 Tage arbeitslos ist. Wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigen und vielleicht auch manchmal ins AMS gehen und schauen, wie es den Menschen da geht, dann wissen wir, warum ich nicht weltfremd bin und Sie sehr wohl. Dankeschön. Eine Lanze für eine verpflichtungslose Zeit für Arbeitslose, der aus Sicht der Grünen Judith Schwendner fälschlich als Urlaub für Arbeitslose bezeichnet wird, bricht die grüne Abgeordnete. Ist ausreichend unterstützt.